Willkommen zurück zu einem weiteren Geburtstag von diesem Kanal. Mein Kanal ist 4 Jahre alt geworden und dazu stehen 4 kleine Kerzchen hier und die werden natürlich immer, immer mehr. Auch diesmal habe ich eine ganze Menge, die ich zusammenfassen kann, die wir in diesem Jahr erreicht haben. Allen voran erstmal das 2000 Abo Special. Das war quasi das größte Ereignis in diesem letzten Jahr. 2000 Leute haben mich am 1. Juni 2022 abonniert. Das sind eine ganze Menge. Vielen Dank dafür, für eure kontinuierliche Unterstützung und eure Abonnements auf meinem Kanal. Vielen Dank dafür, dass ihr meine Videos schaut. Und dazu gibt es natürlich jetzt wieder ein weiteres Geschenk wie letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorvorletztes Jahr und vorvorvorletztes Jahr, nämlich jeden Tag ein Video bis Weihnachten und danach gehe ich quasi in die Weihnachts-Winterpause und dann gehen wir weiter mit den ganzen Sachen, die wir letztes Jahr an Projekten hatten bzw. an Let's Plays. Als allererstes haben wir hier einen kleinen Virus, nämlich für Plague Incorporated. Das Spiel, was ich direkt nach dem letzten Geburtstag gespielt habe, in der Woche, da habe ich einige Krankheitserreger genommen, also verschiedene Erreger, Bakterien, Viren, Pilze, Bandwürmer, sonstiges. Und ich habe die auf die Menschheit gejagt mit extremer Schwierigkeitsstufe und habe alle mit 100% erledigt. Dann haben wir als nächstes unser kleinen Stern hier, unser Flagaris-System. Da hatten wir nämlich unsere Planet Edit Tutorial-Serie zusammen mit dem Flagaris-System, was ich daraufhin gebaut habe. Und ich würde gerne daran weiterbauen. Das hat mir ziemlich große Freude bereitet. Ich hoffe euch natürlich auch. Und ich möchte einige Planeten hinzufügen, einige Monde. Und das wird dann auch bald soweit sein. Ja, das haben wir einige Zeit gemacht, da habe ich einige Sachen erklärt. Inzwischen müsste ich noch ein Tutorial machen, denn es sind noch ein paar Sachen hinzugekommen. Aber da warte ich erstmal bis zum 1.6 Update, denn dort kommen dann Meere raus und bei den Meeren muss man dann wieder neue Sachen erklären, deshalb warte ich erstmal noch ein bisschen. Mit der 1.6, da werde ich dann wahrscheinlich auch auf Terra, quasi auf dem bewohnbaren Planeten, auf jeden Fall Wasser hinzufügen. Und einige weitere Monde, wie gesagt. Und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall auch gefallen. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich euch dann wieder ein bisschen bespaßen kann. Nur so, während dieser ganzen Zeit habe ich überhaupt gar keine SFS-Colony-Videos aufgenommen. War also keine besonders produktive Zeit. Lag aber vor allem an dem 1.5.3-Update, wodurch ich einen Haufen neuer Raketen bauen musste. Dann haben wir ein kleines Undgatter, Endgate, was auch immer. Jedenfalls steht das für unseren 8-Bit-Computer, den wir dann innerhalb von 3-4 Monaten gebaut haben. Und das hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, ja, einen 8-Bit-Computer zu bauen. Einmal so in die grundlegende Materie reinzugehen, wie ein Computer eigentlich funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich da weitermachen werde, denn die meisten Sachen kennt ihr jetzt schon, die Grundlagen sind klar. Und dann kann man eben darauf relativ einfach aufbauen und expandieren. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch genauso. Dann haben wir die Atlantis, die Ersetzung der Atlantis-Reihe, genau, nämlich die Avalon und Avalon B-Familie. Und zwar musste ich dann, genau gesagt, zweimal neue Raketen bauen, die dann eben die gute alte Atlantis ablösen soll, um in der SFS-Kolonie-Serie ein bisschen voranzukommen. Da habe ich dann Baututorials dazu gemacht, eine allgemeine Vorstellung und dann werden wir die weiterhin nutzen, um unsere Kolonie aufzubauen. Da haben wir wieder einen Kreis wie letztes Jahr, nämlich für die neue Tutorial-Serie. Da habe ich nämlich, früher habe ich Tutorials gemacht, wie man alles mögliche Spiel erreichen kann. Durch die 1.5.3 musste ich das alles nochmal machen. Deshalb einfach nochmal ein Kreis für den
Erdorbit. Dann haben wir hier unsere MS-Kolonie natürlich und diesmal vorne ein bisschen erweitert, denn wir haben einige Module hinzugefügt und die ganze Rakete bzw. die ganze Station größer gemacht. Da sind jetzt auch schon einige Koloniemodule dran, die wir dann nach Europa schicken, um eben eine Kolonie aufzubauen. Und zu guter Letzt haben wir eine kleine Ölbohrplattform, und zwar fürs neueste Let's Play, was wir quasi jetzt starten werden, nämlich Turmoil. Da gab es natürlich eine Abstimmung vor ein paar Wochen und ihr habt dafür gestimmt, dass ich das weitermachen soll. Also kommt das jetzt auch weiterhin und deshalb kann man das natürlich gleich schon hier drinne vermerken. So, damit haben wir es, die ganze Zusammenfassung, was wir im letzten Jahr alles erreicht haben. Was kommt jetzt in Zukunft? Eine ganze Menge. Auf jeden Fall SFS-Kolonie wieder. Letztes Jahr war das halt kaum vertreten. Jetzt wird das wieder stärker garantiert. Wie gesagt, das Flaggerer-System möchte ich erweitern und natürlich die Turmoil-Serie vollenden. Da schauen wir uns vielleicht auch das DLC an. Da ist nämlich ein neues herausgekommen. Mal schauen, was daraus wird. Jedenfalls war es das. Das war's mit dem Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die 4 Jahre, in denen ich jetzt Videos produzieren konnte und mich an euch erfreuen konnte. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.